47, hier ist Diana. Tut mir leid, dass Sie in der Villa kein Glück hatten. Es ist schwer zu sagen, wo Vittorio jetzt ist. Wir haben ihn am Flughafen verloren. Allerdings ist die Agentur der Ansicht, dass wir unseren Teil der Abmachung erfüllt haben. Jetzt sind Sie dran. In St. Petersburg wartet ein kleiner Auftrag auf Sie. Sie sollen dort einen ehemaligen KGB-Offizier ausschalten. Wir haben eine Geheimkonferenz organisiert, bei der Sie ihn problemlos neutralisieren können. Die Konferenz beginnt heute um 13 Uhr im Puschkin-Gebäude am Warozhny-Platz. Der Konferenzraum mit Blick auf den Platz befindet sich im zweiten Stock des Westflügels. Wir haben die Fenster auf dem beiliegenden Foto markiert. Das ehemalige Hauptquartier des FSB hat an der Vorderseite zwei Eingänge. Einen Haupt- und einen Nebeneingang. Beide Eingänge werden von paramilitärischen Einheiten des FSB bewacht. Sie müssen die Zielperson während der fünfminütigen Konferenz eliminieren. Außer der Zielperson darf niemand, ich wiederhole, niemand verletzt werden. Das ist sehr wichtig, 47. Holen Sie nach Ihrer Ankunft Ihre Ausrüstung. Sie finden sie im Schließfach Nummer 137. Nach der Operation verschwinden Sie, wie Sie gekommen sind, mit der Metro. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Soldaten und Wachen. Sie haben Befehl, alle Zivilisten aus dem Zielgebiet fernzuhalten. Was glaubst du denn, was ich mache? Okay, willkommen zurück bei Hitman Silent Assassin. Bevor wir starten, ein paar Sachen. Wir haben immer so eine Einsatzbesprechung vor jeder Mission. Dann habt ihr unten die Einsatzziele stehen, wie man unschwer erkennen kann. Und diese Anzeige, sie haben zwei Speicherpunkte übrig, bedeutet, auf höheren Schwierigkeitsgraden haben wir weniger Zwischenspeichermöglichkeiten innerhalb einer Mission. Das Ganze kann sich auch noch verringern und es gibt auch Missionen, bei denen man auch Speicherpunkte aber auch innerhalb einer Mission hinzugewinnen kann, je nachdem wie lang sie sind. Ihr wisst ja, wir spielen erstmal normal durch und dann geht es um Silent Assassin Rang. Wenn wir jetzt mal Video gucken, das ist immer so Zusatzmaterial, was wir zum Veranschaulichen haben. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich Dianas Missionsbesprechung immer parallel zu den Sachen ablaufen lassen, weil die eigentlich lautlos sind und ohne irgendwelchen Unterton, außer diesem Zirpen der Grillen. Hier haben wir also einmal das Pushkin-Gebäude, wo sich die Offiziere treffen werden. Ihr seht momentan nicht viel von dem, der da ist, nur einzelne Silhouetten des Schattens. Denn der Kollege, von dem wir eben nur den Schatten sahen, das wird derjenige sein, den wir später ausschalten müssen. Dann haben wir noch eine Karte, die uns die gesamte Übersicht zeigt. Ja, da, wo es rot blinkt auf der Karte, haben wir später immer von der Agentur Unterstützung. Exit ist, glaube ich, selbsterklärend. Aber diese Karte, wie wir sie von der Agentur immer bekommen, zeigt nie an, wo noch andere Einheiten auf der Karte platziert sind. Das hier zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf die Straßen gehe, hier wird es später von Cops wimmeln, weil sich hier irgendwelche KGB-Offiziere an diesen Pushkin-Arkaden treffen wollen. So, unser Ziel ist es, unterhalb der Metro in dieses Gebäude hier zu gelangen. Ja, diese Ausrufezeichen sind immer wichtige Sachen, um ein Attentat von da aus zu starten. Das Ganze, Augenblick, das Ganze kann man hier sehen. Das ist das optimale Fenster, was wir für unser Attentat brauchen. Das heißt, es ist ein Gebäude links davon. Man kann auch da reinstürmen und rumsichballern, aber die Gefahr ist so hoch, dass man einen falschen Offizier killt. Und wir sollen nur einen einzelnen Offizier töten. So der Befehl. Die Mission ist gescheitert, wenn wir einen anderen Offizier töten. Aber eigentlich Zivilisten können wir auch so mitnehmen. So, weil ich die vorherige Mission ja mit Silent Assassin Rang abgeschlossen habe, haben wir Silverballer SD erhalten, deswegen nehmen wir die mit. Pistole SD, Küchenmesser ist immer gut, Betäubungsmittel, aber meine Lieblingswaffe ist sowieso die Klavierseite eigentlich. Ich liebe es, Gegner zu strangulieren. St. Petersburg, wir regieren seit Jahren Gewalt und Gewalt, Kommunismus, Korruption und jede Menge Waffen. So hatte ich mir mein Kaffee vorgestellt. Ich fürchte, die Wachen und die Soldaten sind gut ausgebildet, erfahren und verdammt misstrauisch. Ich muss die Kerle überraschen. Die rechnen nicht mit mir. Und wenn ich immer schon unauffällig bleibe, werden sie mir erfahren, was passiert ist. Aber zuerst muss ich das Schließfach 137 finden. So. Schließfach 137, das ist das ist die Unterstützung quasi von unserer Agentur. Das größte Problem, was wir hierbei haben, sind eigentlich nur die Zivilisten, die am Anfang im Bahnhof rumlungern.
Insbesondere, weil wir hier versuchen, Silent Assassin Rang zu bekommen, sind diese Zivilisten später sehr nervtötend. Ja. Da ist einer und hier laufen auch noch welche rum. Aber egal, wir versuchen jetzt trotzdem hier irgendwie durchzukommen. Aber wisst ihr, was ich als erstes mache? Warte mal, also Türen öffnen. Ne, okay. Da bereite ich etwas anders vor. Das Problem ist, wenn ihr hier euer Schloss knackt, obwohl es euer Schließfach ist, ja, fangen die trotzdem an, wenn sie zu nah sind, loszurennen und die Cops zu warnen. Die rennen dann so los und rufen irgendwie was, Abrat, Abrat! Das ist, glaube ich, irgendwie russisch oder so für Achtung oder Hilfe oder sowas. Oder dass sie um die Polizei rufen. Ich kann kein Russisch, ich weiß es nicht. Aber es klingt auf jeden Fall so. Jetzt habe ich die Waffe wieder fallen gelassen. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Nehmen wir noch Nachtsichtgerät mit, weil es auf YouTube immer etwas dunkel ist, wenn man so ein Video hochlädt. Nochmal unser SD-Gerät. Und wir legen es nur an. Das Problem ist, Agent 47, natürlich nicht nur er, sondern jeder Mensch kann so eine Waffe nicht richtig ablegen oder wegstecken. Das heißt, die haben wir nur so angelegt. So, damit diese Kerle... 47? Die Offiziere sind eben eingetroffen. Anscheinend beginnt das Treffen früher als geplant. Es geht los, 47. So. Wir könnten jetzt also hier schon unsere ersten Probleme kriegen. Sollte der loslaufen. Nichts passiert. Okay. Dann rennen wir auch irgendwann weg. So. Diana hat ja einen Hinweis gegeben, dass die Offiziere eingetroffen sind. Wir müssen einmal kurz das Gebäude infiltrieren. Wo die Besprechung stattfindet, bevor es zur Sache geht. Aus dem einfachen Grund, weil nämlich wir da den Funk abhören. Oh, crap, der hätte mich beinahe gesehen. Aber gut, noch bin ich ja nicht so wirklich silent. Du Penner! Okay. Den Kollegen ziehen wir mal hier weg. Hoffentlich hätte das jetzt keiner gehört. Öffnen. Aber hier drinne sucht eigentlich keiner. Die Tür fällt. Okay, die fällt wieder alleine zu. Ich will nämlich von dem die Klamotten mitnehmen, aber ich will auf Nummer sicher gehen, dass der andere Cop hier nicht hinterherläuft, deswegen schleife ich hier noch mit. Das sieht übelst pervers aus gerade. Agent 47, der Leichenpimperer. Na, kommst du da durch? Manchmal bleiben die so blöde hängen. Das nervt. Okay. Hier ist er gut versteckt drinne, denke ich mal. Kann man fallen lassen. Und wir nehmen seine Kleidung mit. Das hätte ich später anders gemacht. Aber für den Moment. So, ich sagte ja, ich nehme. Moment mal kurz. Aber für den Moment machen wir es so. Ich sagte ja, ich nehme das Nachtsichtgerät mit, weil es auf YouTube sonst zu dunkel ist. Also rennen wir hier mit dem Nachtsichtgerät lang. Obwohl es eigentlich hell genug ist, aber naja, ihr wisst ja, die. Einstellung eines Videos bei YouTube, dass es immer ein bisschen verschlechtert wird. Ich habe schon Energie verloren, habe ich gar nicht gemerkt, aber naja. Der Kollege hat halt auch irgendwie so einen Schaden und muss natürlich gleich das Feuer öffnen. Später, wenn wir einen Silent Assassin Rang machen, müssen wir das natürlich etwas anders bewerkstelligen, dass wir, wenn wir schon einen Cop ausschalten, das etwas leiser hinkriegen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten über einen anderen Cop einen anderen auszuschalten, aber ich finde, der da unten rumläuft, den kann man am besten ausschalten, weil man den so gut verstecken kann. Denn in der Kanalisation sucht keiner. Und mit dem Scharfschützengewehr und in der Kopfkleidung sind wir weniger auffällig als Agent 47, ist ja klar, ne? Obwohl eigentlich die Cops, die hier rumlaufen, ihre AKWs mit sich rumtragen, aber keine macht was aus, wenn wir hier mit einem Scharfschützengewehr rumlaufen. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht weiter Verdacht erregen. Denn sollte das passieren, hauen die KGB-Offiziere ab. Und die bleiben dann nicht in diesem Gebäude, von dem aus wir dann reinschießen können, sondern die verstecken sich irgendwo anders. Das wollen wir ja nicht. So. Hier oben steht auch ein Offizier, deswegen dürfen wir jetzt nicht rennen. Der kommt nämlich auch schon runter, der Kollege. Mal ein bisschen weg. Der nervt. Okay, ich bin schon gerannt. Das war vielleicht schon ein Fehler. Okay. 5 Minuten haben wir also Zeit, um das Gebäude kurz zu infiltrieren. Ist aber genug Zeit. Wir müssen nur aufpassen, dass wir keinen Lärm machen und dass irgendwie keine Schüsse zu hören sind. Deswegen habe ich ja die Pistole mit SD auf Schnelltaste gelegt. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich da noch irgendwie reinkomme.
Es gibt die Möglichkeit, dass man auch direkt über den Fronteingang reingehen kann, da wo diese zwei Wachen stehen, die ihr vielleicht jetzt schon erkennen könnt. Wenn die Qualität des Videos so geht auf YouTube. Wir machen das aber nicht. Ich gehe einfach außen herum. Und auf der Rückseite ist ein Container. Und dann schleichen wir uns rein. So Sam Fisher-Style hat das schon fast. Sam Fisher-Style im Stil eines tätowierten Glatzkopfs mit einem Bro-Code. Wisst ihr ja, ne? Barney Stinson wäre stolz auf uns. Ne, Quatsch. Nur Unsinn, was ich wieder mal von mir gebe. Egal. Chillen hier erstmal noch so durch die Straßen von St. Petersburg. Aber so, der kommt näher. Verpiss dich. Verpiss dich. Was willst denn du? Die Konferenz beginnt in 3 Minuten. Nein. Es wird Zeit 47. Lass mich in Ruhe. Okay. Wir sind ruhig. Ich krieg das hin. Einfach weitergehen. Ist der hinten noch hinter mir? Nein, er ist wieder umgedreht. Puh, was ein Penner. Wir dürfen halt nur immer nie rennen. Außer halt, wenn wir sicher sind, dass wir nicht gesehen werden. So, mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Und Diana, danke schön, ich kann wieder raus. Ich habe in einigen privaten Akten aus dem letzten Jahr gestöbert. Hören Sie, 47. Er ist Rechtshänder. So. Diana blättert die Akten durch. 47. Ich habe einen Blick auf seine Krankenakte geworfen. Anscheinend trinkt er zu viel. Warten Sie, 47. Ich habe hier seine Akte mit einem aktuellen Foto. Er ist Karl, 47. Er ist offenbar Nichtraucher. Okay, diese drei Fakten sind wichtig. Ein rauchender, kahlköpfiger Alkoholiker. Ah nee, Quatsch, Nichtraucher. Stimmt, er ist nur ein kahlköpfiger Alkoholiker. Und Rechtshänder. Das sind unsere wichtigsten Fakten. Ich will nicht die Ballers. Nein! Was machst du? Sage mal, so, jetzt aber. Und das Gewehr nehmen wir auch. Meine Güte. Ach, halt's Maul. Oh shit, Wachen sind alarmiert. Wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, tut mir leid. Der hat hier so Mist gemacht. Ich wollte eigentlich die Pistole nehmen. Ja, auch hier in diesem Gebäude. Hm? Verdacht? Wo denn? Ach, da ist der. Egal, tot ist er. So. Vielleicht hat das aber trotzdem keinen Effekt auf die Besprechung gehabt, sonst ist es doof, dann muss ich die Mission neu starten. Nur weil ich mich die ganze Zeit hier verdrückt habe beim Waffenmenü. Das ist nämlich in späteren Teilen besser geregelt. Aber naja, wir werden sehen. Wenn es keine Probleme gab, kann ich von hier aus jetzt das Attentat begehen. Hoffen wir. Sieht gut aus, die Mitglieder sind wohl noch da drüben. Das ist schön. Dann können wir ja jetzt ganz normal weitermachen. Unser Scharfschützengewehr. Zoomen war... Ach, so war das Zoomen. Okay. Dann zoomen wir mal ran. Also. Kahlköpfig. Rechtshänder trinkt gerne. Ich glaube, es ist sogar der hier direkt am Fenster sitzt. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Weil da ist auch noch einer. Ist leider nicht mehr so ganz im Kopf, welcher von denen das war. Wisst ihr, was mich etwas stört bei den Hitman-Spielen? Agent 47 ist der beste. Okay, der trinkt. Der beste Attentäter, also beziehungsweise Auftragskiller, den es gibt, und ist so scheiß unruhig an seinem Scharfschützengewehr, ey.
Übrigens, diese anderen Offiziere, die hier alle sind, kleine Spoiler vorweg, die kommen später nochmal vor. Aber jetzt versuche ich mal. 1, 2, 3. Yes! Einsatzziel erreicht. Lassen wir die Waffe hier. Und hauen ab.